Lob und Dankgebete sei ohne Ende. Jesus Christus, die Mutter des Himmels, Altar sei Amen. Gelobt und angebetet sei ohne Ende. Jesus Christus, die Mutter des Himmels, Altar sei Amen. Gelobt und angebetet sei ohne Ende. Jesus Christus, die Mutter des Himmels, Altar sei Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist begnadet unter den Frauen, und die begnadet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir bitten noch ein Gegrüßet seist du, Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ja. How are you? Wie geht's euch? How do you feel? Wie fühlt ihr euch? Sehr gut. Sehr gut. Prima. Prima. Ja. So we thank the Lord for all his blessings. Wir danken dem Herrn für allen Segen. Ja. What we are is only his grace. Alles, was wir sind, sind wir durch seine Gnade. No? St. Paul tells that in 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Der heilige Paulus sagt das im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 10. Yeah. Was ich bin ich durch die Gnade Gottes. Yeah. What I am is only by the grace of God. Was ich bin ich durch die Gnade Gottes. So these 3 days we were meditating on interior freedom. An diesen 3 Tagen haben wir jetzt die betrachtet über die innere Freiheit. So we have come to the last session. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Einheit. So today we are going to see on how we can acquire that. Und heute werden wir sehen, wie wir das erreichen können. Yeah, we have seen little in each of these days. Ein bisschen haben wir das immer schon an diesen Tagen gesehen. So let me ask you, can you tell some of the ways in which I can feel that inner peace, inner freedom inside me? Also könnt ihr mir ein bisschen was wiederholen, was sagen, wie das ist der Weg, damit ich in diesen inneren Frieden, in diese innere Freiheit hineinkommen kann? Glaube? Faith, hope and love. Yeah, faith, actually that is the correct answer. Das ist die wunderbar richtige Antwort. Yeah. But how can you increase your faith? Aber wie können wir unseren Glauben stärken? Zuversicht. True hope. Confidence. Mm-hmm. No, faith increases hope. Hope increases love. Also der Glaube, aus dem Glauben kommt die Hoffnung, aus der Hoffnung kommt die Liebe. Yeah. Faith is the foundation. Also der Glaube ist die Grundlage. But how do you get faith? Aber wie bekommen wir Glauben? It's a gift of God. Yes, it's a gift of God. We cannot simply get it. Wir können den Glauben nicht einfach kriegen. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. So we should ask for that. Also sollen wir um den Glauben bitten. Yeah, ask for that. Bitten wir. Yeah. So so the most important thing in order to get an inner peace is we should believe in the Lord. Also damit wir wirklich in diesen inneren Frieden kommen, sollten wir Gott glauben. No, I should believe. Ich sollte glauben. Satan says, don't believe. Der Satan hingegen sagt, glaube nicht. Yeah,
But the Lord says, you can believe me, you can trust me. Aber der Herr sagt, du kannst mir Glauben schenken, du kannst mir vertrauen. This much I love you. So sehr liebe ich dich. This much I love you. So sehr wie am Kreuz liebe ich dich. You can trust me. Du kannst mir doch vertrauen. Satan tells everything the opposite of what Jesus says. Der Satan sagt genau das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. So the first thing is, we should believe. Also das erste ist, wir sollen glauben. Okay, the first thing is, we should believe. And that means we should be open to God. Also das heißt, wir sollen uns Gott öffnen. To his will. Seinem Willen. Okay, we have faith. But in order to have that interior freedom, the most important thing is hope. Aber um in diese innere Freiheit hineinzukommen, ist das tatsächlich das Wichtigste, die Hoffnung. No? Theoretically we can say that faith, hope and love is more important. But in our practical life, hope is the most important. Gewöhnlich ist es so, dass Glaube, Hoffnung, Liebe am größten ist die Liebe. Aber in unserem ganzen praktischen Leben ist das Wichtigste die Hoffnung. Because without hope you cannot love. Ohne Hoffnung können wir nicht lieben. No? You feel hopeless. Wenn du hoffnungslos bist, you cannot live happily. Dann kannst du nicht glücklich leben. We will be in despair, sadness. Dann sind wir in Traurigkeit, Niedergeschlagenheit. So the most important thing is hope. Also das Wichtigste ist in der Tat die Hoffnung. Yeah? That's why we say, no, hope, that spiritual poverty we mentioned in the morning. Heute Morgen haben wir das erwähnt, diese geistige Kraft ist die Hoffnung. Poor in heart. Arm im Herzen. And rich in God. Und reich in Gott. When I become poor in heart, I will be rich with God inside me. Wenn ich wirklich arm im Herzen bin, dann bin ich reich mit Gott, der in mir ist. But when I am filling me with the riches of the world, wenn ich natürlich in meinem Inneren mit diesen Reichtümern dieser Welt angefüllt bin, I become poor in the sight of the Lord. Dann bin ich in den Augen Gottes ein Armer. Okay, so the thing is that spiritual poverty. Also das Ding ist also die geistige Armut. Okay, and you know there is one particular words of Saint Teresa of Avila. Ihr kennt vielleicht diesen Ausspruch von der heiligen Therese von Avila. We have that song, no? Nada di Turba. Ihr kennt dieses Lied von Therese von Avila. Nada di Turba, nada di Spanta. Yeah, Gott alleine genügt. Yeah, we will sing that during the adoration. Nachher in der Anbetungszeit werden wir das Lied singen. So she says one particular prayer, very beautiful. Und die heilige Teresa von Avila hat dieses wunderschöne Gebet gesprochen. That is the meaning of those words. Das ist die Bedeutung dieser Worte, Nada di Turba. Let nothing disturb you. Nichts soll dich ängstigen. Let nothing frighten you. Nichts soll dich erschrecken. All things are passing away. Alles geht vorüber. God never changes. Gott alleine genügt. Patience obtains all things. God never changes. Die Geduld überwindet alles. Patience obtain all things. Die Geduld überwindet alles. Whoever has God lacks nothing. Wer Gott hat, hat alles, hat keinen Mangel. God alone suffices. Gott alleine genügt. Okay, once more, very important. Noch einmal, sehr wichtig. Let nothing disturb you. Nichts soll dich ängstigen. Nothing. Nichts. Means not even something is included. Nothing means everything. Nothing should disturb you. Nothing heißt nichts, nichts, nichts. Yeah. Let nothing frighten you. Nichts soll dich erschrecken. All things are passing away. Alles geht vorüber. God never changes. Gott bleibt. Patience obtains all things. Er überwindet alles. Whoever has God lacks nothing. Wer Gott hat, dem mangelt nichts. God alone suffices. Gott alleine genügt. Is it true? Stimmt das? Ja. What is Psalm 23? Was ist Psalm 23? The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir mangeln. Yes.
The Lord is my shepherd, I don't lack anything. Also Psalm 23 heißt, der Herr ist mein Hirte, es wird mir nichts fehlen. What is that? Word of God. Das ist das Wort Gottes. If word of God, then it is true. Und wenn es das Wort Gottes ist, dann ist es wahr. No? If the Lord is my shepherd, I don't lack anything. Also wenn der Herr mein Hirte ist, dann wird mir nichts fehlen. Because if I feel that I'm lacking something, I have not made the Lord my shepherd. Wenn ich das Gefühl habe, es mangelt mir an etwas, dann habe ich den Herrn noch nicht als meinen Hirten erwählt. He may be my shepherd, I am not want to be his sheep. Vielleicht ist er mein Hirte, na klar, aber vielleicht möchte ich nicht sein Schaf sein. Yeah? I don't want to be his sheep. Er ist zwar mein Hirte, aber ich will nicht sein Schaf sein. Yeah? But if I am his sheep, if he is my shepherd, I don't lack. Aber wenn ich sein Schaf bin und er ist mein Hirte, dann habe ich keinen Mangel mehr, dann fehlt mir nichts. That is hope. Das ist Hoffnung. That is hope. And so in order to have interior freedom, in order to have peace of mind, what is required is this hope. Also um wirklich diesen inneren Frieden, diese innere Freiheit zu haben, ist es eben notwendig, diese Hoffnung zu haben. And this trust, this confidence. Dieses Vertrauen, diese Zuversicht. That's why Jesus told to Saint Faustina. Und deswegen hat Jesus das ja auch zu Schwester Faustina gesagt. No, Jesus could have told Saint Faustina to write down, Jesus, I love you. Jesus hätte ja auch zu Schwester Faustina sagen können, sie sollten das Bild schreiben, Jesus, ich liebe dich. No. Aber nein, das hat er nicht gesagt. Jesus told Saint Faustina to write and pray, Jesus, I trust in you. Jesus hat zu Schwester Faustina gesagt und hat gesagt, das soll sie so beten, Jesus, ich vertraue auf dich. Why? Warum? Because that is very important for me. Weil das für mich so wichtig ist. Why I am saying, Jesus, I love you, I am telling him. Warum sage ich, Jesus, ich liebe dich? Warum sage ich ihm das? But when I say, Jesus, I trust in you, I am telling my trust, my faith, my confidence in him. Aber wenn ich sage, Jesus, ich vertraue dir, dann spreche ich von meinem Vertrauen, von meiner Hoffnung, von meiner Zuversicht in ihm. It's for me. Und das ist dann eben für mich selbst. And when this loving Lord sees my confidence, my faith, he is compelled to come to my aid. Und wenn der Herr dieses mein Vertrauen sieht, meine Hoffnung, die ich auf ihn habe, dann ruft es ihn auf mich herab. That's why the Lord told Saint Faustina to write, not Jesus, I love you, but Jesus, I trust in you. Deswegen hat er Schwester Faustina gelehrt, nicht zu schreiben, Jesus, ich liebe dich, sondern Jesus, ich vertraue auf dich. That's why, Pope John Paul II says, when you feel that you are so broken, when you feel you are feeling hopeless, make that invocation, Jesus, I trust in you. Und Johannes Paul II. Hat immer wieder gesagt, wenn du dich so traurig fühlst, wenn du dich so zerbrochen oder niederschlagen fühlst, dann nimm diese Anrufung und bete, Jesus, ich vertraue auf dich. So one of the most important thing in order to have that interior freedom is often I should make these acts of trust, acts of faith. Und wirklich, um in diese innere Freiheit hineinzukommen, ist es wichtig, dass wir diese Akte des Glaubens, diese Akte des Vertrauens machen, indem wir beten, Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, I trust in you. Jesus, ich vertraue auf dich. Maybe the obstacles, the difficulties are enormous, like a mountain. Vielleicht sind die Widerstände und die Hindernisse unendlich, so groß wie ein Berg. But in that moment also I will tell, Lord, I trust in you. Und auch in dieser Situation werde ich sagen, Herr, ich vertraue dir. You know what that young David said. Ihr wisst, was der kleine junge David gesagt hat, okay. In der Heiligen Schrift. Yeah, let us read that. That is very good to read. Das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel. Lasst uns das noch mal lesen. David and Goliath. Yes, that is chapter 17.
Es ist im Buch Samuel. Chapter 74, Samuel. First Samuel. Erstes Buch Samuel. Chapter 17, verse 32 onwards. Kapitel 17, Vers 31 folgende. Okay. So the context is, Goliath is, threatening all the Israelites. Also die Situation, der Hintergrund ist folgender, dass da Goliath die ganzen Israeliten angreift. And challenging. Er fordert sie heraus. If you have courage, come. Wenn ihr Mut habt, dann tretet gegen mich auf. No, whoever comes, he kills. Aber jeden, der vor ihn tritt, wird er töten. So there is a problem in front. Also da ist ein riesiges Problem vor den Israeliten. Then one boy comes. Und dann kommt dieser kleine Junge. Yeah. Then he comes. Er kommt. So Goliath challenged and this boy came. Also Goliath fordert heraus und dieser kleine Junge kommt. Then the Saul, who was the king, who was afraid of Goliath. Und Saul, der König, hatte Angst vor Goliath. He told David, don't go. Und er sagte, David, das machst du bitte nicht. Then David says. Aber David sagt. 32 onwards. David said to Saul. Da sagte David zu Saul, let no one be discouraged on my account. Niemand soll wegen des Philisters den Mut sinken lassen. Your servant will go and fight with the Philistine. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Verse 34. David said to Saul again. Und dann sagte David wiederum zu Saul, your servant used to look after the sheep of his father. And whenever a lion or a bear came and took a sheep from the flock, I used to follow it up, lay into it and snatched it out of its jaws. If it turned on me, I would seize by the beard and batter it to death. Also David erklärte dem Saul, dein Knecht hat für seinen Vater die Schafe gehütet. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte, lief ich hinter ihm her, schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul. Und wenn er sich dann gegen mich aufrichtete, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Your servant has killed both lion and bear. Dein Knecht hat den Löwen und den Bären erschlagen. And this uncircumcised Philistine will end up like one of them for having challenging the armies of the living God. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. God, who delivered me from the claws of lion and bear, will deliver me from the clutches of this Philistine. Dann sagte David, der Herr, der mich aus der Gewalt des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Gewalt dieses Philisters retten. This is what I want to stress. Das wollte ich euch rüberbringen. So he told that whenever he was taking care, shepherding the sheep, if the lion or the tiger or bear takes one sheep, he is to go back and battle with it, kill it and bring back. Also er sagt zunächst, dass immer dann, wenn er die Schafe gehütet hat und ein Bär oder ein Löwe das Schaf angegriffen hat, dass er eingreifen konnte, das auseinanderbringen konnte und den Angreifer getötet hat. And he was telling this that Jesse had the power because of his strength he did that. Und hat er gesagt, dass er das aus eigener Kraft getan hat, der David? No, what did he say? Was hat er gesagt? Yeah, he tells. Ja, er hat gesagt. Yahweh who delivered me from the claws of lion. Also Gott Yahweh, der mich aus den von dem Löwen gerettet hat. So if the Almighty faithful God who has protected me till now will protect me now also. Also der allmächtige Gott, der mich bis hierher immer beschützt und begleitet hat, er wird mich auch jetzt in dieser Situation beschützen. That should be my faith. Und das sollte auch unser Glaube sein. That should be your faith.
Das sollte unser Glaube sein. If the Lord has done wonders in my life till now, wenn der Herr doch bis jetzt schon so viele Wunder in meinem Leben gewirkt hat, if he has done, if he was faithful to me, if he was so good to me till now, and he will continue to be like that, because God never changes. Gott, der so lange mir treu gewesen ist und so viel Gutes für mich getan hat, bis jetzt wird er es auch weiter tun, weil er sich nicht verändert. Ja, so in front of David there was a problem. Und vor David war ihm dieses Problem. Ja, problem is still there. Ja, das Problem ist immer noch da. Ja, but he had that same faith. Aber David hat immer noch denselben Glauben. If my Lord has protected me till now, he will protect me from this problem also. Wenn mein Herr mich doch immer die ganzen Jahre bis heute beschützt hat, dann wird er mich auch jetzt vor dieser Gefahr beschützen. Yeah. Maybe this problem is bigger problem than the previous, but God is bigger than all my problems. Kann sein, dass dieses Problem größer ist als alle Probleme, die ich vorher hatte, aber Gott ist größer als alle meine Probleme. Many times the problem is I make the problem so big. And I make God so small. Das größte Problem ist manchmal, dass wir unser Problem so groß machen und den großen Gott machen wir so klein. Yes or no? Stimmt das? Yeah, I make the problem so big. Also ich mache durch mein Denken und Grübeln dieses Problem so groß. But I made the Lord so small. Und da gleichzeitig mache ich Gott so klein. Yeah, I make the problem bigger than God. Ich mache das Problem, dass das Problem größer werden als Gott. Yeah. See, that is lack of trust. Und das nennen wir Mangel an Vertrauen. No? Who is our God? Wer ist denn unser Gott? Who is with us? Wer ist mit uns? Yeah. So whatever be it, maybe the problem may be big, but my God is bigger than the problem. Also was es auch immer sein mag und mag das Problem auch noch sehr groß sein. Yeah. Mein Gott ist größer als das Problem. Yes. If I have that faith, wenn ich diesen Glauben habe, no, I will overcome the problem with his help. Dann werde ich mit seiner Hilfe dieses Problem überwinden. Because I put my trust in him. Weil ich doch mein Vertrauen in ihn gelegt habe. So it becomes his duty to protect me. Also es ist sein Dienst, seine Aufgabe, mich zu beschützen. That's why the Lord says, no, if you have a faith like a mustard seed. Deswegen sagt der Herr auch, wenn dein Glaube auch nur so groß wäre wie dieses Senfkorn. Yeah. If you tell the mountain to go and fall in the sea, it will. Dann kannst du dem Berg sagen, rück dich von da weg und fall ins Meer und es wird geschehen. Yeah. Faith. Das ist Glaube. Trust. Vertrauen. Okay. Okay. Now moving to the next thing. Kommen wir zum nächsten. So the most important thing is hope. Also das Wichtigste nach wie vor ist die Hoffnung. So hope contains so many aspects. Und in der Hoffnung sind so viele Aspekte enthalten. Okay. It's not like having a lot of power. Also viel Kraft haben. No? In order to have freedom, you don't need too much power, too much money. Also um wirklich inneren Frieden zu haben, brauchen wir nicht äußere Macht. Wir brauchen auch nicht so viel Geld. There will be a lot of lackings in our life. Es gibt so viel Mangel in unserem Leben. Lacking means not our needs, but maybe some of our wishes may not be fulfilled. Vielleicht nicht, dass uns das Notwendigste fehlt, aber dass so Wünsche in unserem Leben nicht erfüllt sind. But all our needs will be fulfilled by the Lord. Aber alle unsere Notwendigkeiten, was wir brauchen, wird der Herr erfüllen. But not all our wishes. Aber er wird nicht alle unsere Wünsche erfüllen. Because my wish may not be his wish. Weil meine Wünsche sind manchmal nicht seine Wünsche. But my needs he will fulfill. Aber das, was ich nötig habe zum Leben, das wird er mir geben. That is 100% sure. Das ist hundertprozentig sicher. So suppose your children tells that, Papa, Mama, I'm hungry. Will you give food? Also stellt euch vor, eins eurer Kinder kommt zu euch und sagt, Papa, Mama, ich habe Hunger. Werdet ihr ihm etwas zu essen geben? Ja. Yeah, because it is his need. War ja klar, weil es ist ja notwendig. Ja. Yeah. But suppose if your son or a daughter tells that I want a Ferrari, will you give? Und stellt euch vor, euer Sohn, eure Tochter kommt und fragt euch nach einem Ferrari. Werdet ihr den sofort geben? Nein. Yeah. Yeah.
damals. Because it is a wish, and you know, many it may not be required now. Also, es ist ein Wunsch, aber ihr versteht, das ist nicht notwendig. Ja, so it is like that. So he will meet all our needs. Also Gott wird das, was wir nötig haben, uns geben. Another thing is, we should accept ourselves first. Also das andere ist, wir sollten uns selbst erstmal einfach so annehmen, wie wir sind. Many times, why there is no peace inside? Because I don't accept myself. Warum haben wir oft nicht diesen inneren Frieden? Weil wir häufig uns selbst nicht annehmen, so wie wir sind. If I am able to accept myself, then only I will be able to accept God and accept others. Nur wenn ich selber mich selber angenommen habe, so wie ich bin, dann kann ich auch Gott annehmen und dann kann ich auch meine Mitmenschen annehmen. Many times, why I get so much angry? Warum bin ich oft so ärgerlich oder wütend? Because I cannot accept myself. Weil ich mich selber in diesen Dingen nicht annehmen kann, was mich da so aufregt. I cannot accept myself. Ich kann mich selbst nicht annehmen. No? Many times we compare with others. Oft vergleichen wir uns mit den anderen. Oh, okay, he or she is better than me. Der andere ist besser als ich. Yeah? Then I feel bad. Dann fühle ich mich selbst schlecht. I don't have this. Ich habe das nicht, was der But hat. But they have this. Der hat es, ich nicht. No, we should accept ourselves. Wir sollten uns so annehmen, wie wir sind. Then we will be able to accept others. Dann können wir auch die anderen annehmen. I should accept myself with my weaknesses. Ich sollte mich mit meinen Schwächen annehmen. Then I will be able to accept others also with their weaknesses. Dann kann ich auch die anderen mit ihren Schwächen annehmen. Many times when we see others, we see their mistakes, no? Oft, wenn wir die anderen sehen, sehen wir auch ihre Fehler. But many times we don't see our problems, our weaknesses, no? Und ganz oft sehen wir einfach unsere eigenen Schatten und Probleme nicht. Yeah. So acceptance is very important. Also diese Annahme ist ganz wichtig. Then another very important thing is humility. Das andere ganz wesentlich ist die Demut. No? The enemies of freedom. One of the enemies of freedom is pride. Also eins der Feinde der Freiheit ist der Stolz. Because I want to succeed in everything. Weil ich möchte in allem Erfolg haben. I want to be perfect. Ich möchte vollkommen sein. I want always to get praise. Ich möchte immer Anerkennung haben. All should say good about me. Alle sollen gut über mich sprechen. So if somebody did not say good about me, I am angry. Wenn jemand schlecht über mich redet, werde ich ärgerlich. Or if somebody did not say thank you, I am angry. Oder wenn jemand sich nicht bedankt für etwas, was ich getan habe, bin ich auch ärgerlich und enttäuscht. Because I am expecting. Weil ich das immer erwarte. In a way I am having pride inside me. Und die tiefste Wurzel davon ist, dass ich da einen Stolz in mir habe. God always bless the humble. Gott segnet die Demütigen. Can you tell me one saint who was proud? Könnt ihr mir einen Heiligen sagen, der stolz war? Nein. I cannot hear. Ich kann es nicht hören. There is nobody. Nein, niemand ist heilig, der stolz ist. It's the mother of all virtues. Die Mutter aller Tugenden. Ja. Die Demut ist die Mutter aller Tugenden. You know why Satan, last name we were telling about exorcism, no? Gestern haben wir über den Exorzismus gesprochen. Why Satan hates our Blessed Mother so much? Und warum hasst der Teufel die Mutter Gottes so sehr? Because she was so humbled. Yeah, she was so humbled, so pure, so humble. Weil sie so demütig, so rein war. Why did the angel became Satan? Und warum wurde der Engel zum Teufel? We don't want to be. Yeah, he didn't obey. There was no humility, pride. Er war so stolz und er hatte nicht die Demut zu gehorchen. Er wollte nicht gehorchen. And opposite to that is she. Und das Gegenteil davon ist eben die Mutter Gottes. Yeah. So humility, very important, no? Also die Demut ist so wichtig. Then we come to the last thing. Kommen wir zum nächsten, zum letzten. And that is one of the problems of all of us. Das ist ein Problem, eine Schwierigkeit, no? Die jeder von uns hat und kennt. You know, we should learn to live the present.
Wir sollten lernen, in der Gegenwart, im Jetzt zu leben. Most of the time, we are living in the past. Die meiste Zeit verbringen wir gedanklich oder auch überhaupt in der Vergangenheit. Maybe some now or now also, maybe some of you are thinking about the past. Vielleicht jetzt auch, dass einige von euch an die Vergangenheit denken. Ja. Yeah. An dem, was früher war, was ihr erlebt habt. We should live today, the present. Wir sollten jetzt leben, in der Gegenwart, you know, heute. See, many times, you know, many people come for talk, you know, to share their problems. Oft kommen Menschen zu mir zur Beratung und teilen mir ihre Probleme, ihre Schwierigkeiten mit. So what I felt is, okay, there are events of times in which they were hurt and there were a lot of pain in them. Ja, da gab es dann häufig Zeiten, in denen sie tief verletzt wurden und schmerzvolle Zeiten waren. But we are going back to that incident and trying to live that moment again and again and again and again. Aber wir gehen zurück in diese Situation und erleben diese Situation dann wieder und wieder und wieder und wieder. We should go forward. Stattdessen sollten wir vorwärts gehen, wir sollten vorangehen. That is over. You cannot change your past. Das ist doch vorbei. Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Let me ask you a question. What advantage or what progress you will make in your life if you go back to your wounds, go back to your hurts? Also, was für eine Herausforderung wirst du bestehen oder was für einen Fortschritt wirst du in deinem Leben machen, wenn du immer wieder zurückgehst in deine Verwundungen, in deine Verletzungen? Or when you think again and again of your past sins. Oder wenn du immer wieder an deine Sünden aus der Vergangenheit denkst. What happens to you? Was wird dann mit dir geschehen? You become sad. You become sad. Du bist traurig. No, maybe that particular wound in the past, maybe it is almost healed. Vielleicht ist diese Wunde in der Vergangenheit schon fast zugeheilt. But you go back and open it again. Aber du gehst immer wieder zurück in die Vergangenheit und kratzt sie immer wieder auf, die Wunde. So what happened? It starts to bleed again. Und dann fängt sie wieder an zu bluten. It will take more time to heal now. Und dann dauert es wieder eine längere Zeit, dass sie heilen kann. So again, it takes time to heal. Once you heal again, you will take it out. Und es braucht dann eine Zeit der Heilung und dann ist sie wieder fast geheilt und dann fängst du wieder an, daran rumzuziehen. The more you open, und je mehr du das öffnest, the more that mark will remain. Und je mehr bleibt dann auch eine Narbe übrig. Yes or no? Stimmt das? Ja. Yes. See, that is one of the tactics of Satan. Und wisst ihr, das ist eine Taktik des Bösen. Let me ask you. All of us go for confession, yes or no? Ich frage euch etwas. Ihr alle geht ja regelmäßig zur Beichte, stimmt's? Ja. Okay, please, if you are not going, please go for confession, okay? Also, wenn ihr es nicht tut, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit zu gehen. Okay. So, I sincerely, with repentance, I confess a sin. Also mit wirklicher Reue und Ernsthaftigkeit bekenne ich meine Sünden. Okay? And I ask the Lord pardon for that. Und ich bitte wirklich den Herrn um Vergebung. And the Lord gave me forgiveness. He forgave my sins. Und der Herr vergibt mir die Sünden und ich erhalte die Losprechung. Okay? Verstanden? Ja. After that, anytime these sins come to your mind again. Und nach dieser Zeit kommen diese Sünden wieder in euer Gedächtnis? Ja. Yes. Ja. Why you are afraid? Warum habt ihr Angst, das zu sagen? Huh? Yes or no? Ja oder nein? Ja. But I can tell you that is a temptation of the evil one. Aber ich sage euch, dass diese Gedanken wieder zurückkommen, ist eine Versuchung des Bösen. Why? Warum? Because. Weil. The Lord, when He forgave my sin. That moment he forgets the sin also. In dem Moment, wo der Herr mir meine Sünden vergibt, hat er sie auch vergessen. That's why he said, no, even if your sins are like scarlet, I will make it like wool, white.
In der Schrift heißt es ja, wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, ich werde sie weiß machen wie Schnee. So it is already made white, it's not there, it's not scarlet, it's not black, it's white. Also sie sind jetzt weiß, da ist nichts mehr rot wie Scharlach oder Blut. So it is not existing in the eyes of the Lord. Also in den Augen Gottes existiert diese Sünde nicht mehr. But then how it is coming? Aber wie kommt sie dann wieder in meinen Geist, in mein Gedächtnis? The evil is bringing. Das macht der Böse. Because when I think again, I go back to my hurts, to my pains, to my brokenness. Weil wenn ich dann über diese Sünde nachdenke, dann kehre ich wieder zurück zu dem Schmerz, zu den Wunden, zu der Gebrochenheit. And we are wasting our time. Und damit verschwenden wir unsere Zeit. And the Lord is so sad. Und der Herr wird traurig. He tells you and me. Er sagt zu dir und zu mir. When I become so sad thinking of my past, wenn ich so traurig werde, wenn ich über meine Vergangenheit nachdenke, the Lord tells me. Dann sagt der Herr zu mir. He tells you. Und auch dir. My son. Mein Sohn, meine Tochter. My daughter, what are you saying? I don't understand. Was sagst du da? Ich verstehe das nicht. What are you saying? I don't understand. Was sagst du da? Ich verstehe das nicht. Because it is not there for the Lord. Weil es ist doch gar nicht mehr da. Worüber sprichst du? For the Lord it is not existing. Für den Herrn, der es vergeben hat, der es weiß gemacht hat, existiert es nicht mehr. Ja. Yeah. So I am thinking of something which is not existing for the Lord, simply wasting time, simply making me sad. Also ich denke über etwas nach, was für den Herrn gar nicht mehr existiert, was mich traurig macht und womit ich auch noch meine Zeit verschwende. To make me sad, to make me fall in despair is evil's strategy. Und das macht eben der Böse, er will mich traurig machen. Ja. Yeah. That's our Lord. So ist unser Herr. He forgives and forgets. Er vergibt und vergisst. We may forgive, but we may not forget. Wir vergeben vielleicht, aber wir vergessen nicht. But he is not like me. Aber der Herr ist nicht so wie wir. Yeah. He forgives and forgets. Er vergibt und vergisst. So what I want to say is, we have to live our present moment. Also, was ich sagen wollte ist, wir sollen den gegenwärtigen Augenblick leben. We should not live in the past. Wir sollten nicht in der Vergangenheit leben. Maybe 80 or 90% of our problems is problem. It is because we are living in the past. Also vielleicht 80-90% unserer Probleme sind, dass wir immer in der Vergangenheit leben. Then when we try to live in the past, I worry about my future. Und dann, wenn ich in der Vergangenheit lebe und mich mit der Vergangenheit beschäftige, dann mache ich mir Sorgen um die Zukunft. Because this is my past, this is what I am. I am so weak, so I cannot do. It is not possible. Meine Vergangenheit, da denke ich daran, das und das ist passiert und ich bin so schwach und so kann ich nicht in die Zukunft gehen und habe Angst. That's why. Darum. Pope Francis tells. Darum sagt Papst Franziskus. Ja. Yeah, he tells. Er sagt. Entrust your past to the mercy of the Lord. Überlasst eure Vergangenheit der Barmherzigkeit Gottes. Entrust your future to the providence of God. Und eure Zukunft gebt in die Vorsehung Gottes. And live the present with gratitude. Und lebt die Gegenwart in Dankbarkeit. With hope, no? Mit Hoffnung. Yeah. So that's why. What do you know? Have you heard this prayer, Our Father, anywhere? Habt ihr das Vater Unser irgendwo mal gehört? Have you heard? Habt ihr das schon mal gehört? Do you know? Kennt ihr das? Then can you say? Can you pray? Kannst du es mal beten? Okay, once more. What do you say? Once more. Noch einmal. The last. Once more. Once more. Take-licious bread. What do you mean by take-licious bread? Daily bread. What do you mean? Why the Lord told daily bread? Warum spricht der Herr vom täglichen Brot? Why?
Because one day at a time. Weil jeden Tag zur rechten Zeit. You have to live today, not tomorrow, not yesterday. Du musst heute in dieser Zeit leben, nicht today, morgen, today, today, today. Heute, heute, heute. Do you know manna? Kennt ihr dieses Manna? What was it? Was war das? Das war das Brot. Yes. So God gave manna. Okay, he also, told, okay, I will give you manna for 1 month. Also Gott hat ihnen Manna gegeben. Hat er gesagt, ich gebe euch Manna für 1 Monat? How did he give? Wie hat er das gegeben? Only for today. Nur für heute. Not for tomorrow. Nicht für morgen. And if you give for tomorrow, it will become spoiled. Und wenn sie es aufbewahrt haben für den nächsten Tag, dann war es verdorben. That means, trust in me, I will give. Also das sagt damals schon, vertraut mir, ich werde euch geben, jeden Tag. Why I collect for tomorrow? Warum sammle ich für morgen? Because if you forget to give me tomorrow? Weil vielleicht vergisst du ja mir ja morgen was zu geben. So, I collect today for tomorrow. Also sammle ich heute ein bisschen ein für morgen. Ja, why? Warum? I don't trust him. Weil ich dieses Misstrauen habe, ich vertraue ihm nicht. If he did not give tomorrow, what I will do? Wenn du mir doch morgen nichts gibst, was werde ich dann tun? Ja. See, this is not making up. This is what is told, which is taught by the Lord Jesus. Und das ist nichts etwas, was ich mir jetzt ausdenke, sondern das hat Jesus Christus uns gelehrt. Yes or no? Stimmt das? Live today. Lebt heute. Don't worry about tomorrow. Macht euch keine Sorgen um den morgigen Tag. Live today. Lebt heute. Let's take Matthew chapter 6. Nehmen wir dazu Matthäus Kapitel 6. Okay, chapter 6, verse 25 onwards. Vers 25 folgende. This is the Sermon on the Mount. Das ist während der Bergpredigt. Yeah, the most important parts, no? Das sind die wichtigsten Teile im ganzen Evangelium. So he tells from verse 25. Und von Vers 25 an sagt der Herr. I am telling you. Deswegen sage ich euch. Not to worry. Sorgt euch nicht. About your life. Um euer Leben. And what you are to eat. Darum, was ihr essen sollt. Nor about your body and what you have to wear. Nicht um euren Leib und was ihr anziehen sollt. Surely life is more than food and the body more than clothing. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Look at the birds in the sky. Schaut euch die Vögel des Himmels an. They do not sow or reap or gather into barns. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Yet your heavenly Father feeds them. Euer himmlischer Vater ernährt sie. I have a question. Ich frage euch was. Have you seen birds? Habt ihr schon mal Vögel gesehen? Ja. Have you seen one bird dying of hunger and falling down? Habt ihr jemals einen Vogel gesehen, der verhungert ist? Nein. Why? Warum nicht? Are they storing food? Sammeln sie Vorräte? Nein. No. See? So many birds. So viele Vögel. Daily bread. Sie haben das tägliche Brot. He gives. Der himmlische Vater ernährt sie. And who is a bird? What is a bird? And who am I? Also, was ist ein Vogel und wer bin ich? For the Lord. In den Augen Gottes. Yet your heavenly Father feeds the birds. Also, euer himmlischer Vater ernährt sie. The Lord asks us. Und dann fragt der Herr. Are you not worth much more than they are? Seid ihr nicht viel mehr wert als diese Vögel? Can any of you, however much you worry, add one single cubit to your span of life? Und dann fragt er, wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur eine kleine Zeitspanne verlängern? Ja. Can I get any advantage of worrying? Also kann ich mit meiner Sorge mein Leben verlängern? Instead of prolonging my life, I shorten my life. Anstatt es zu verlängern, verkürze ich es durch meine Sorgen. No, I will have more blood pressure,
blood pressure. Ich habe mehr Bluthochdruck, wenn ich mir Sorgen mache. Sleepless nights. Schlaflosigkeit nimmt zu, wenn ich mir Sorgen mache. Ja? All other diseases. Und alle diese anderen Dinge. And shorten my life. Und das verkürzt mein Leben, anstatt es zu verlängern. Then he is asking. Und dann fragt er. And why worry about clothing? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Think of the flowers growing in the fields. Schaut euch die Lilien auf dem Feld an. They never have to work or spin. Sie müssen nicht arbeiten oder spinnen. Yet I assure that not even Solomon in all his robes were clothed like one of these. Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von diesen Blumen. What a variety of flowers, no? Was für eine Vielfalt an Blumen. Now if that is how God clothes the wild flowers growing in the fields which are there today and thrown into the furnace tomorrow. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, will he not much more look after you? Wird er sich dann nicht viel mehr um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? You who have so little faith. Ihr Kleingläubigen. So don't worry. Macht euch also keine Sorgen. Do not say. Und sagt nicht. What we are to eat. Was sollen wir essen? What are we to drink? Was sollen wir trinken? What we are to wear. Was sollen wir anziehen? It is the Gentiles who set their hearts on these things. Denn um all das geht es doch den Heiden. Your heavenly Father knows you need them all. He knows our needs. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Not the wishes. Also nicht ein Wunsch. Knows your needs. Das ist das, was ihr braucht. Set your hearts on his kingdom first. And on his saving justice and all these other things will be given unto you. Euch muss es zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit gehen. Alles andere wird euch hinzugegeben werden. And he concludes. Und dann schließt er ab. So. Also. Therefore. Deswegen. Do not worry about tomorrow. Sorgt euch nicht um morgen. Tomorrow will take care of itself. Der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. So let us take care of today. Kümmert euch um heute. Let us live today. Lasst uns heute leben. Each day has enough trouble of its own. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Ja. So that is what the Lord wants to say. Das wollte der Herr uns sagen. Ja. Let us live the present. Also leben wir wirklich im Jetzt, in der Gegenwart. Past. Let's give it to the Lord. Überlassen wir die Vergangenheit dem Herrn. Future, let's give to the Lord. Auch die Zukunft legen wir in seine Hände. We have only now. We have only our present now. Wir leben im Jetzt, in dieser Gegenwart. Let's leave the present. Let's leave the present in trust. Die Gegenwart, im Vertrauen. If we do that, wenn wir das tun, we will have the peace. Dann haben wir wirklich den Frieden. That's hope. Und Hoffnung, ist die Hoffnung. That's trust. Das ist Vertrauen. Then there will be interior freedom. Und dann sind wir in dieser inneren Freiheit. Yeah. That is our spiritual poverty. Das ist unsere geistige Kraft. Geistige Armut. Then I have God as my everything. Dann habe ich Gott als mein Ein und Alles. Then I will not worry. Und dann mache ich mir keine Sorgen mehr. Because when do I worry when I feel I like something? Weil warum? Was mache ich mir Sorgen, wenn ich weiß, ich gefalle jemandem? But when I have God, I like nothing. Dann habe ich keinen Mangel. I have everything. Dann habe ich alles. Then there will be peace in my mind. Dann ist da Frieden in meinem Inneren. Yeah, I have a God who will take care of me. Ich habe einen Gott, der sich doch wirklich um mich kümmert. My God is greater than every of my problem. Mein Gott ist größer als jedes meiner Probleme. Yeah. My God is greater than all my problems. Ist größer als alle meine Probleme. And he loves me. Und er liebt mich. I trust in him. Ich vertraue ihm. He will never abandon me. Er wird mich niemals verlassen. So let us pray. So lasst uns jetzt beten. Let's close our eyes. Schließen wir unsere Augen. Let us thank the Lord. Danken wir dem Herrn. As we are going to enter into adoration.
Und dann gehen wir hinüber in die Anbetung. Let us tell the Lord. Sagen wir dem Herrn. O my Jesus. O mein Jesus. King of love. König der Liebe. I put my trust. Ich vertraue in your merciful goodness. Deiner barmherzigen Güte. O my Jesus. O mein Jesus. King of love. König der Liebe. I put my trust. Ich vertraue in your merciful goodness. Deiner barmherzigen Güte. O my Jesus. O mein Jesus. King of love. König der Liebe. I put my trust. Ich vertraue in your merciful goodness. Deiner barmherzigen Güte. Amen. Amen. Amen.